sehr viel undurchsichtig. Man wird einfach nur mit den Ergebnissen konfrontiert, die meistens auch dann teilweise nicht so prickelnd ausfallen. Und ich glaube, damit sind die Bürger schon mal relativ unzufrieden oder sehr unzufrieden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch hinter so einem Facebook-Profil tatsächlich der Manager selbst steckt. Und es ist halt auch ein Bild, was wirklich weit verbreitet wird. Ja, die Manager sind alle überbezahlt und sind alle korrupt. Der Skandal zieht Öffentlichkeit auf sich. Ja. Und die Guten werden halt unter den Teppich gekehrt. Einmal wird es die Leute geben, die halt schon immer ihren Frust loswerden wollten und auf der anderen Seite auch bestimmt die auch konstruktive Ideen und Vorschläge mit einbringen werden. Ich denke, da geht es sicherlich auch immer um Arbeitsmarktchancen, weil das ja doch nichts Selbstverständliches ist und weil es natürlich was ist, wo man sich als Student viele Gedanken drüber macht. Zum Beispiel das Thema Mindestlohn, dass die Manager nicht immer nur als Lohndumping Betreibende rüberkommen. Und ich finde, die Manager sollten sich auch Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten. Ich denke mal, die wollen in erster Linie wissen, ob sie ausgenommen werden, also ob das Geld, ob die nur in die eigene Tasche wirtschaften oder ob sie wirklich darauf aus sind, halt auch für die Bürger was Gutes zu tun. Beim Thema Energiewende, dass da auch mal die großen Energiekonzerne sagen, ja, Profit wollen wir auf jeden Fall noch machen, aber was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass wir die Energiewende schaffen. Ich würde bestimmt auch in Richtung Nachhaltigkeit gehen, weil das was ist, was mich sehr interessiert und weil ich glaube, dass es eben was ist, was uns alle betreffen sollte. Ich glaube, nicht alle Manager wirklich die bösen Manager sind, sondern schon auch gute Arbeit machen. Und ich denke, wenn da wirklich viel Mühe reingesteckt wird, dass man dann auch die Leute ein bisschen dazu kriegen kann, wieder Vertrauen in unsere Wirtschaft zu haben, dass sich dann auch vielleicht die schwarzen Schafe unter den Managern auch vielleicht dann auch ein Beispiel dran nehmen, dass es auch anders gehen kann. Der Manager kann aber vielleicht sein Vorgehen beschreiben. Also auch unschöne Dinge, die notwendig sind. Also wenn sie sich dann halt gut präsentieren und einem halt auch wirklich Frage und Antwort stehen, dann ist das ja auch gut für die. Ich bin davon überzeugt, dass es auch gute Manager gibt. Ich glaube, das Problem ist, dass die vielleicht nicht so stark in die Medien kommen, wie eben die, wo es schief läuft. Dass die Manager sich mal gemeinnützig einbringen müssten, also was heißt die Manager halt, wenn sie vorhaben, ihr Bild aufzupolieren, dann sollten sie mal bestimmte gesellschaftliche Themen einfach anpacken. Also, dass man Gruppen gründet und sich, es ist halt einfach einfacher, wenn man mit vielen Leuten was zusammen macht. Ich denke, da gibt es eine Bedingung für, und zwar, dass mit einem echten Namen gepostet werden sollte. Ehrlich und authentisch. Ist das der Manager selber oder ist es eine PR-Abteilung? Die Bereitschaft zur Selbstkritik muss einfach rausgehen. Man muss nicht immer mit sich selbstkritisch sein. Also wenn es nichts zu kritisieren gibt, gibt es das nicht. Auf jeden Fall mit Klarnamen, auf jeden Fall nicht googelbar, also nach außen sicher. Ich denke, dass sowas auf jeden Fall funktionieren kann. Man muss halt die Leute, wie ich denke, bei jedem anderen Thema auch erstmal dazu kriegen, zuzuhören und nicht immer diese schlechte Meinung, die man ja schnell verbreiten kann, dann wieder aufzugreifen. Ja, erstmal ein seriöser Auftritt, dann vielleicht Fakten geben und alles begründet widerspiegeln, also nicht einfach so nur reden, sondern auch Fakten dazu geben oder Daten, einfach irgendwas zum Unterlegen seiner Aussagen. Ich finde es mutig, wenn jemand mit seinem klaren Namen für was eintritt und möglicherweise sich dann auch Kritik gefallen lässt. Und wenn der direkte Austausch dann da stattfindet, kurz und knapp und nicht so viel drumherum geschwafelt, wie es im Moment meistens ist, dann würde das auf jeden Fall funktionieren, denke ich. Am ehrlichsten kommt halt immer noch das rüber, was nicht vorher von irgendeinem Sekretär vorbereitet wurde, sondern wenn man die Leute einfach trifft, eine ehrliche Frage stellt und darauf dann auch postwendend eine ehrliche, selbstverfasste Antwort bekommt, ohne irgendwelches Plimborium drumherum. Also ich glaube, das ist wirklich das, was authentisch ist und nicht das, was irgendwo geschrieben steht oder lange vorbereitet wird.